herzlich willkommen zu meiner Präsentation mit Zielzuständen Wirtschaftlichkeit anstreben und sichern. Im ersten Teil werde ich die Herleitung von Zielkosten betreiben, um im zweiten Schritt die systematische Verbesserung am Beispiel Insourcing aufzuzeigen. Bevor ich das tue, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Christian Berlinicke, ich komme von der Ihlemann AG. Wir sind mittelständischer EMS, das heißt, wir produzieren elektrische Baugruppen, Komponente und Komplettsysteme. Und wir arbeiten seit 2 Jahren mit der Toyota-Charta, das heißt die Verbesserungscharta und die Coaching-Charta. Das machen wir aktiv seit 2 Jahren auf allen Ebenen. Da haben wir mittlerweile einige erfahrene Handschuhs und Coaches, die das Coaching jeden Tag üben, betreiben und jeden Tag ein Stück weit besser werden. Zur Größe des Unternehmens, wir sind ein, wie gesagt, mittelständisches Unternehmen mit 220 Mitarbeitern. Ein Großteil der Mitarbeiter von 160 Mitarbeitern sind in der Produktion tätig. Im Laufe der Präsentation möchte ich Ihnen einige Möglichkeiten aufzeigen, wie wir mit Verbesserungen arbeiten und wie wir Zielzustände und Zielkosten, wie wir Zielkosten in unsere Zielzustände mit einarbeiten. Denn wir glauben, dass Verbesserungen zwingend rechenbar sein müssen, um auch deren Fortschritte zu sehen und um die Ziele zu erreichen. Bevor wir jedoch in die Verbesserung reingehen, möchte ich mit Ihnen kurz über Zielkosten sprechen. Zielkosten sind für uns die Kosten, die mein Produkt am Markt maximal kosten darf, die ich jetzt noch nicht schaffe. Und dies beinhaltet, dass alle internen Aufwände, die ich im Unternehmen habe, abgedeckt sein müssen, um wirtschaftlich arbeiten zu können. Demgegenüber stehen die Herstellkosten, die die Zielkosten um ein deutliches überragen. Die Herstellkosten sind die Kosten, die ich aktuell im Unternehmen habe. Dies beinhaltet Materialkosten, Fertigungskosten, sämtliche Verwaltungsgemeinkosten, die Marge, die mein Produkt den aktuellen Wert oder Preis geben, den ich aktuell habe. Das Problem der Herstellkosten, wie wir es oftmals feststellen, ist, wir nutzen die Herstellkosten, um die ROI-Formel anzuwenden. Und wir verteufeln sie nicht, wir sehen nur die ROI-Formel an vielen Stellen etwas kritisch. Wenn ich gucke, ob ein Produkt sich rechnet oder nicht rechnet und ich nehme die Basis der Herstellkosten und in diesen Herstellkosten habe ich noch eine Menge Luft drin, sprich Verbesserungspotenzial, Potenzial, wo ich mein Produkt effizienter, besser, optimaler auslegen kann. Wenn ich diese Basis aber nutze, kann es mir passieren, dass ich nachher Entscheidungen treffe, die ich vielleicht so gar nicht treffen möchte. Das heißt, bestimmte Produkte produzieren wir nicht, sourcen sie aus und ob das immer gut ist, da diese ROI-Formel anzuwenden, da bin ich mir noch nicht sicher. Vielleicht sind die Zielkosten dort ein besserer Wert, den ich anwenden sollte. Beispiele, wie wir bei der Ihlemann AG mit Zielkosten umgehen, da habe ich Ihnen jetzt mal 3 Beispiele mitgebracht. Unsere Kunden, also wir haben keine Eigenproduktion, wir haben nur externe Kunden. Das macht es an vielen Stellen einfacher oder auch nicht, oder auch halt nicht. Der Kunde entscheidet sich aufgrund der Marktsituation, dass ich die Stückkosten für ein Komplettprodukt von aktuell 8,40 Euro auf 7,60 Euro reduzieren müssen. Die internen Aufwände, die wir haben, liegen aber bei 8,40 Euro. Der Kunde stellt sich vor, das muss weniger werden, damit wir weiterhin unsere Produkte am Markt vertreiben können. Somit haben wir dann die interne Aufgabenstellung, unsere Zielkosten für das Produkt müssen nicht mehr die internen 8,40 Euro, die können wir intern nicht mehr halten. Das Ziel muss sein, mit 7,60 Euro zu arbeiten. Das sind Zielgrößen, die wir uns vorstellen. Weitere Beispiele für Zielkosten. Der Kunde stellt aufgrund Qualitätsproblemen fest, dass bestimmte Technologien umgestellt werden müssen. Das betrifft uns und an dem Beispiel haben wir gesehen, wir haben in einem Lötverfahren haben wir festgestellt, dass manuelle Löten, wo der Mitarbeiter vor Ort sitzt, händisch an der Platine lötet, haben wir Kosten von 3,40 Euro. Durch die Technologieumstellung, die vom Kunden gefordert ist, gehen unsere Stückkosten an der Stelle deutlich hoch. Somit sind unsere Zielkosten, dass wir sagen müssen, wir müssen deutlich reduzieren, wir müssen 3,40 Euro schaffen. Wir liegen jetzt bei 3,70 Euro. Für uns stellt sich die Frage, machen wir es, lehnen wir den Kunden ab? Natürlich lehnen wir den Kunden nicht ab, wir möchten ja den Kunden weiterhin behalten und wir wollen auch weiterhin Geld dran verdienen. Also muss die Zielkostendarstellung an dieser Stelle eine andere sein, als die 3,70 Euro, die ich jetzt gerade an Herstellkosten habe. Ein weiteres Beispiel ist das Thema Insourcing von Lackierung. Wir produzieren elektronische Baugruppen, wie ich eingangs gesagt hatte. Eine Technologie, die wir bislang im Haus unzureichend gekonnt haben, ist das Lackieren von Baugruppen.
Dies müssen wir tun, weil es der Kunde fordert, um beispielsweise elektronische Baugruppen in der Windenergie, wo sie Korrosion ausgesetzt sind durch die Umwelt, dass wir dem entgegenwirken können. Da ist der aktuelle, oder da war der aktuelle Status, dass wir interne Kosten von 8 Euro pro Stück hatten und die Baugruppen bislang extern lackiert und produziert wurden. Jedoch zu Kosten von 6 Euro pro Stück. Wir konnten das Produkt mit 7,50 € zum Kunden durchreichen. Soweit so schön. An der Stelle stellt sich die Frage: 6 Euro, 7,50 € ist ein Euro 50 Differenz. Soll ich es selber machen? Mit 8 Euro source ich es aus. Wir glauben, dass wir solche Sachen nicht outsourcen sollten, sondern dass wir solche Sachen intern beherrschen sollten. Wir haben es gerade von Herrn Aulinger gehört, Bestände, Durchlaufzeiten, das ist natürlich in diesen Zahlen unzureichend dargestellt. Unser Ziel muss sein, solche Sachen intern zu können, um unsere Bestände und unsere Durchlaufzeiten im Griff zu haben. Nur was wären jetzt die Zielkosten? Wir gehen davon aus, wenn wir ambitioniert an solche Baugruppe reingehen und uns das angucken, wir gehen davon aus, dass wir sagen, wenn der Wettbewerb es für 6 Euro schafft, eine Baugruppe zu lackieren, müssen wir das auch können. Das ist sportlich, wir kommen von 8 Euro zu 6 Euro, das ist eine ganze Menge. Des Weiteren haben wir festgestellt, dass wir die Technologie, die der Kunde fordert, bislang im Haus gar nicht abbilden konnten. Aus dem Grund haben wir Investitionen gemacht und haben uns einen Lackierautomat angeschafft und haben die Kosten des Lackierautomats auf die Baugruppen, die ich in den nächsten 3 Jahren fertigen werde, umgelegt, was einen Kostenanteil von 93 Cent pro Baugruppe ausgemacht hat, die ich von meinen ursprünglichen 6 Euro, mit denen ich ins Rennen gegangen bin, abziehen muss. Weil die Investition, die ich im Vorfeld getätigt habe, muss ja durch die Baugruppen, die ich jetzt lackieren werde, gedeckt sein. Also ziehe ich von den 6 Euro die 93 Cent ab. Somit belaufen sich unsere internen Zielkosten nicht mehr 6 Euro, sondern wir sind nur noch mittlerweile bei 5,07 €. Wir hatten vorhin von Ihnen gehört, Herr Aulinger, das Top-Management rechnet mit Euros, die Produktion arbeitet mit Minuten. Unter einer Annahme von einem Stundensatz von 50 Euro sind die Zielkosten von 5,07 €, bleiben uns in der Produktion noch 6 Minuten, 5 Sekunden über, um die Baugruppe lackieren zu können, damit wir wirtschaftlich arbeiten können und auch Spaß damit haben. Das Ziel ist klar, 6 Minuten, 5 Sekunden. Die Ausgangssituation sind die ehemals 8 Euro, das sind 9 Minuten 36. Wir sehen, das ist ein großes Gap, was wir dazwischen sehen, eine Menge, Menge Fragezeichen. Die hatten wir auch in der Tat im Kopf, als wir mit den Handschuhs gesprochen haben und gesagt haben: Du, jetzt kostet es uns 9,36 €, wir möchten 6 Minuten 5 erreichen. Das Grinsen ging dem Handschuh recht schnell aus dem Gesicht, es wurde ein sparsames Lächeln. Wie sollen wir das denn machen? Ja, das haben wir uns auch gedacht, weil der Hintergrund ist, die Technologie des Lackierens war begrenzt im Haus. Der Handschuh, der mit der Aufgabe betraut wurde, hatte keinerlei Ahnung von Lackieren. Das Lackieren hat er im Laufe der Arbeit mit Verbesserungs- und Coaching-Charta lernen dürfen und ist mittlerweile einer der Vorreiter, der uns mittlerweile alles über Konsistenzen, Temperatureinflüsse erzählen kann. Wir sehen hier ein Beispiel, oder wir arbeiten hier mit der Verbesserungskarte. Wir sehen hier unseren Ist-Zustand, Zielzustand, wir sehen hier die Hindernisse. Um jedoch mit der Verbesserungskarte weiterarbeiten zu können, müssen wir Ist- und Zielzustand deutlich, deutlich besser verstehen. Wir haben die unterschiedlichen Formblätter gesehen, mit denen arbeiten wir auch täglich. Jedoch, um vom Ist-Zustand zum Zielzustand zu kommen, müssen wir genau sehen, welche Tätigkeiten habe ich jetzt aktuell und welche darf ich mir in Zukunft noch erlauben. Wir sehen hier, ich habe bislang die 8 Euro, das sind die bekannten 9 Minuten 36. Ich habe im Vorfeld, bevor ich an das Lackieren gehen kann, ich muss die Baugruppe vorbereiten, um abkleben, um die Baugruppe zu schützen vor Lackierspritzern. Ich habe das Lackieren mit der Maschine von 5 Minuten 48. Ich habe das Be- und Entladen der Maschine noch sehr aufwendig von 1 Minute 10. Reinigung 1 Minute 3, Handling 28 Sekunden. Durch eine genaue Prozessbeobachtung seitens des Handschuhs und der Beobachtung der einzelnen Tätigkeitsschritte sind wir zum Schluss gekommen, dass der Zielzustand sich so erklären kann: 6 Minuten 5 erlauben wir uns, Abkleben der Baugruppe ist nicht wertschöpfend, möchten wir eliminieren. Lackieren mit der Maschine, wir glauben, dort sind 30 Sekunden Luft drin.
B- und Entladen. Eine Minute 10 war uns zu lang. Wir haben durch die Beobachtung gesehen, 27 Sekunden können realistisch sein. Reinigung ist ein Tätigkeitsschritt. Das möchten wir auch nicht mehr tun. Wir möchten es gleich richtig tun. Und das Handling, wir gehen davon aus, dass durch eine optimierte Art und Weise des Prozessablaufs wir dort auf 20 Sekunden kommen können. Gut, das sind der Ist- und Zielzustand, der sind somit klar. Wir haben gerade gesehen, jetzt an dieser Stelle ging die Arbeit erst richtig los. Die zwei großen Hindernisse, mit denen sich der Handschuh auf den Weg gemacht hat, wobei er immer nur eins nach dem anderen angeht, waren, dass die Maschine Lackspritzer erzeugt auf nicht zu lackierenden Flächen. Das ist etwas, was wir wie gesagt nicht wollten, und das Be- und Entladen der Baugruppe war aufwendig. Somit war für den Handschuh klar, Ist-Zustand war klar, Zielzustand war klar, nur wie komme ich dorthin? Die Führung dorthin funktionierte ganz, ganz normal über die Coaching-Charta. Das heißt, wir haben einen erfahrenen Coach unserem Handschuh zur Seite gestellt, der jeden Tag zweimal gefragt hat, was ist der Zielzustand deines Prozesses, was ist dein Ist-Zustand des Prozesses, welche Hindernisse hast du, um den Zielzustand zu erreichen, welches eine Hindernis gehst du als nächstes an und was ist deshalb dein nächster Schritt? Und als letzte Frage, bis wann können wir uns ansehen, was du aus dem letzten Schritt gelernt hast? Diese Routine haben wir über wenige Wochen mehrfach täglich angewendet, dass der Coach vor Ort gegangen ist, um den Handschuh an der Arbeit mit der Verbesserungscharta zu begleiten, um ihm den Rückhalt zu geben, wenn Fragen aufgekommen sind. Das Erste, also Sie sehen, wir gehen jetzt tief in die Technologie der Illumann AG, wie wir Lackieren geübt haben. Das erste Hindernis, dem sich der Handschuh angenommen hat über mehrere Coaching-Zyklen, war das Hindernis B- und Entladevorgang der Baugruppe war sehr, sehr aufwendig. Wir haben festgestellt, die Maschine, tolle Maschine, lackiert toll, aber die Aufnahmen für die Baugruppe wurde von oben in der Lackiermaschine positioniert, nur leider auf einer Metallplatte mit wackeligen Magnethalterungen. Wodurch es immer wieder passiert ist, dass der Handschuh gesagt hat, du, Christian, das funktioniert hier nicht, ich muss alle paar Minuten meinen Nullpunkt neu justieren, weil diese wackeligen Geschichten, das funktioniert nicht. Fast bei jeder dritten Baugruppe habe ich einen großen Aufwand beim Be- und Entladevorgang. Somit war das Hindernis für den Handschuh klar. Hindernis ist, wie kann ich besser verstehen, wie so eine Vorrichtung besser aussehen musste? Und der nächste Schritt war beobachten, ausprobieren, wie kann ich mir eine Vorrichtung vorstellen, damit ich diese Wackeligkeit und die dauerhafte Nullpunkt-Neujustage nicht dauerhaft machen zu müssen. Nach mehreren oder nach zwei oder drei Coaching-Zyklen kam der Handschuh eines Morgens freudestrahlend an. Ich war recht baff. Er sagte, ja, ich war jetzt in der Werkstatt. Ich war jetzt in der Werkstatt, mein vorheriger Versuch hat nicht funktioniert. Ich habe mir eine Vorrichtung gebaut. Ich habe mir ein Blech gebaut mit einem festgelegten Nullpunkt, habe mir Bolzen gedreht, habe die Baugruppe eingelegt und ich kann jetzt die Baugruppe wechseln. Ich brauche jetzt Prozess, Parameter, Ziel waren an der Stelle 27 Sekunden von ursprünglich 1 Minute 10, von denen wir gekommen sind. Ich brauche aber nur noch 10 Sekunden, Christian. Ich meine, so super. Und was ist das nächste? Ja, ich kann, wenn ich vom Produkt wechsle, wenn ich von Produkt A auf Produkt B wechseln möchte, das dauert auch nicht mehr so lange. Ich kann diese komplette Vorrichtung einfach, ich nehme diese Halterung hier weg, ziehe sie raus, habe die andere schon in der Hand, kann sie einlegen und ich kann den Produktwechsel an der Maschine binnen 30 Sekunden betreiben, was jetzt als Beiwerk noch im Coaching abgefallen ist. Ich war höchst erfreut. Ich war höchst erfreut. Nach diesem Coaching-Schritt habe natürlich auch den Handschuh entsprechend gelobt. Dann haben wir uns aber zusammen den Ist- und Zielzustand angeguckt und während des Coachings haben wir festgestellt, okay, wie ist dein Ist-Zustand? Ja, ich habe noch Kosten von 7,17 € und ich möchte auf die 5,07 €. Wir haben an dem einen Prozessparameter gearbeitet. Wie wir sehen, wir sind hier von der Minute 10 auf die 27 Sekunden, die wir eigentlich erreichen wollten, sind wir sogar runtergekommen. Wir sind hier bei 10 Sekunden. Deswegen ist die Prozesszeit, die hier rechnerisch steht, auch nicht mehr die aktuelle. Wir haben sie aber nicht angepasst, um nicht noch mehr Druck aufzubauen. Das Ziel ist nicht erreicht. Somit war die Frage, okay, welches Hindernis möchtest du als nächstes angehen? Ich sehe die Zeit. Welches Hindernis möchtest du als nächstes angehen? Wir hatten das Problem, dass Sie gesehen haben, wir mussten Baugruppen mussten wir abkleben und mussten im Nachgang reinigen.
Durch über mehrere Zyklen des Coachings hinweg hat der Handschuh festgestellt, dass genau an dieser Düse, hier vorne kommt das Fluid raus, an der Seite die Luft, die Vermutung da war, die Düse hat eine zu große Streuung, die zu Lackierspritzern führen wird. Der Handschuh hat dann zum nächsten Coaching hin als nächsten Schritt vereinbart, ich versuche mal zu simulieren mit ganz einfachen, billigen Methoden, ob der Sprühwinkel wirklich einen Einfluss hat, hat es abgeklebt und hat festgestellt, super, mit einer billigen Lösung, wir haben keine Lackierspritzer mehr, das Problem wäre gelöst. An der Stelle habe ich ihn dann gefragt, okay, für eine Serienproduktion ist das natürlich ein bisschen schwierig. Was glaubst du denn, ob das oder glaubst du, dass das dauerhaft so halten könnte? Er sagte selber, nein, ich möchte das verändern. Das hat er dann auch ganz schnell getan. Coaching 2 Stunden später, der Handschuh war in der Werkstatt verschwunden, hat sich an die entsprechenden Maschinen gestellt und hat die Düse einfach hier an der Spitze hier vorne einfach abgelenkt, entgratet, wieder eingebaut und festgestellt, super, es passt. Ich habe keine Lackspritzer mehr. Wie gesagt, im Coaching immer Ist- und Zielzustand abgeglichen, Abkleben der Baugruppe. Haben wir uns mit diesem einen einfachen, billigen Schritt, sage ich jetzt mal, haben wir uns diese Minute 7 Sekunden gespart, liegen hier bei 0 Sekunden. Reinigung haben wir auch nicht mehr machen müssen, haben uns hier eine Minute 3 gespart. Wenn ich das aufsummiere, sehe ich, meine Prozesszeit liegt bei 6 Minuten 26, ich möchte auf 6 Minuten 5 hin, da liegen noch gut 20 Sekunden dazwischen. Und meine Zielkosten, die 5,07 € von ehemals 8 €, wir liegen schon bei 5,36 €. Also die Annäherung ist enorm gewesen. Nichtsdestotrotz, Ziel ist nicht erreicht. In den nächsten Coachings, die noch durchgeführt wurden, hat der Handschuh die Verfahrwege der Maschine weiterhin optimieren können, hat den Ablauf des Handlings, der Handlingsschritte optimieren dürfen und hat es dann geschafft, dass wir nachher, dass die Maschine etwas schneller geworden ist. Sie hat die Zeit, oder doch, nee, hat sie nicht. Sie hat die Zeit nicht ganz geschafft. Die Maschine haben wir nur auf 5 Minuten 28 optimieren können. Dafür sind wir beim Handling auch sehr nah an das Ziel rangekommen. In der Summe sehen wir, dass wir eine Prozesszeit von 5 Minuten 52 erreicht haben mit all den Coaching-Schritten im Vorfeld und Stückkosten oder Zielkosten von 4,98 € aktuell erreicht haben. Wir wollten aber eigentlich nur 5,07 €. Da war dann die Frage, machen wir jetzt wieder ein bisschen langsamer? Natürlich nicht. Das Ziel ist erreicht. Der Handschuh war überaus erstaunt, wie wir das hinbekommen haben. Ich übrigens auch. Es hat riesig Spaß gemacht, die Freude zu sehen in der täglichen Arbeit des Handschuhs. Wenn er die Verbesserung sieht und Sachen, die er im Vorfeld nicht für möglich gehalten hat, wenn er sie dann doch erreicht. Die Frage ist jetzt nun, wie haben wir hier weitergemacht? Sind wir fertig? Die Baustelle ist abgebrochen? Nein. An der Stelle gucken wir den Wertstrom weiter hinauf und gucken uns die komplette Durchlaufzeit an und sehen, okay, das ist ein Prozess, den wir mittlerweile verstanden haben. Jetzt ist natürlich die nächste Aufgabe, ein messbares Ziel für einen 1-1-Fluss hinzubekommen. Wir können die Technologie, jetzt muss sie in die komplette U-Zellenfertigung beispielsweise mit integriert werden. Das war dann eines der nächsten Ziele, mit denen der Handschuh auf den Weg geschickt wurde. Somit bin ich auch am Ende meiner Präsentation angekommen. Was wir gesehen haben unter Anwendung der Verbesserungs- und Coaching-Charta durch den Handschuh und die strukturierende Führung durch die Coaching-Charta, haben wir es geschafft, Wirtschaftlichkeit herzustellen und Zielkosten mit in das Coaching zu integrieren, was uns immens geholfen hat. Und ganz auf praktischer Ebene, diese eine Baugruppe haben wir ins Haus geholt, haben sie nicht mehr extern fertigen lassen. Es sind mittlerweile viele, viele Baugruppen gefolgt. Wir nehmen das bei uns intern als Leuchtturm, dass wir versuchen, Kosten in unsere Zielzustände mit einzubinden. Okay, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und für Fragen stehe ich im Anschluss an die nächsten Präsentationen gern oder auch in den Pausen zur Verfügung. Viel Spaß noch. Danke. Ja.